Gelähmter Sportler hofft auf schnelle Genesung. Vor einem Jahr stürzte der Skispringer Nicolas Fairel in Österreich und verletzte sich so schwer, dass er von da an im Rollstuhl sitzt. Nun kehrt er das erste Mal an den Ort des Geschehens zurück. Zum Verhängnis wurde Fairel am 5. Januar 2015 eine Unaufmerksamkeit nach der Landung, schon in der Probe war er gestürzt. Kurz darauf verlor er auch in der Qualifikation das Gleichgewicht, krachte kopfüber in den Neuschnee. Als ich auf den Boden knallte, wusste ich, dass ich mir richtig wehgetan habe, sagte Fairel. Was zunächst dennoch wie ein normaler Sturz aussah, nahm noch am Abend eine böse Entwicklung. Irgendwann habe ich die Ärzte gebeten, mir meine Skischuhe auszuziehen. Die fügten mir solche Schmerzen zu, die Ärzte sagten mir, dass ich gar keine Schuhe mehr anhabe. Da wusste ich, dass etwas nicht stimmt, sagte Fairel. Die erschütternde Diagnose: Rippenbrüche, Nieren- und Lungenverletzungen sowie Bruch eines Lendenwirbels. Fairel wurde einen Monat lang in Österreich behandelt, flog erst danach in die Heimat. Während der teuren Reha erfuhr Fairel eine ungeheure Solidarität aus der Skisprungwelt. Das deutsche Team spendete in Zakopane sein Preisgeld in Höhe von fast 30.000 Euro. Nick kann das gut gebrauchen, dem Kerl geht es wirklich nicht gut, sagte Michael Neumeier damals. Der polnische Olympiasieger Wojciech Fortuna verkaufte sogar eine Goldmedaille von 1972 für rund 45.000 Euro, die Hälfte erhielt Fairel, seither kämpft er um ein Stück Normalität. Im Juli veröffentlichte er ein Video, auf dem er an Krücken erste Gehversuche unternimmt. Alles beginnt mit dem ersten Schritt, schrieb er damals. Zuletzt kehrte er auch in den Schnee zurück. Auf einem Monoski bretterte er sitzend die Pisten hinunter, landete in einem Strauch, fuhr weiter, stellte das Video ins Internet. Das war großartig. Fairel will jetzt ein Buch über seine Geschichte schreiben und irgendwann wieder auf einer Schanze stehen. Ich springe Ski, seit ich 6 Jahre alt bin. Das Gefühl des Fliegens ist so großartig. Ich will in diesen Sport zurück, sagte er am Ende seiner Pressekonferenz, die Stimme längst wieder so fest wie zu Beginn. Ich will wieder springen.